So Leute, willkommen zurück zu Tomb Raider Legend. Im letzten Part bin ich aus dem Spiel rausgeflogen und musste dann unvermittelt einfach aufhören. Oder... Na, unvermittelt nicht. Ungewollt sah es mal besser so. Und ich habe jetzt wieder an dieser Stelle, bis an diese Stelle gespielt. Und ich hoffe, es wird mir nicht nochmal passieren, dass ich aus dem Spiel rausfliege. Sehen wir noch früh genug. Mal gucken, kann man noch weiter nach oben? Man kann, aber hier gibt es anscheinend nichts. Schade. Da hatte ich gehofft, hier gibt es vielleicht noch was zum Sammeln. Ne, hier ist nichts. Na dann, zurück. Ah, die Kamerasteuerung. Immer wieder herrlich. Das sieht aus wie ein reales Foto. Das ist wahrscheinlich auch eins, das sie einfach eingefügt haben. Ich wechsle mal die Knarre. Oh, verdammt. Ich wollte doch kein Medipack einsetzen. Voll verschwendet. Was? Okay. Hä? Was zum Teufel? Mein Gott, nerv nicht. Och, Jungs und Mädels. Oder eher Jungs. Ey. Ich hasse diese Typen. Okay, ich weiß nicht, was ich jetzt hier großartig noch kommentieren soll. Wir geben halt ein paar Japaner aus dem Maul. Was soll man dazu noch großartig sagen? Haben wir alle. Gut. Hier geht's nirgends raus. Es gibt immer einen Weg, Sip. Ja, ja. Ich weiß doch schon, was man machen muss. Nur ich gucke nochmal eben schnell, ob ich vielleicht noch ein paar Items finde. Ein paar kleine Secrets. Boah, guck mal hier. Rechner. Oh, Bildschirm zumindest. Wo ist der Rechner? Zum Bildschirm. Das ist ja voll 2016. Ich bedenke, ich habe sogar noch so einen alten Bildschirm mit zu Hause. Die habe ich alle im Keller stehen. Falls der hier mal das Zeitliche segnen sollte. Man weiß ja nie. Jetzt hallo, triff mal. Der will nicht. Ah, ich sehe schon. Na, so weit komme ich nicht nach oben. Oh. Kamera, spiel mit, bitte. So, von hier aus aber dürfte es klappen. Immer noch nicht. Und tschüss, Bildschirm. Oh, der hat bestimmt jede Menge gekostet. Sie hat Ihnen einen Gefallen getan. Vielleicht lesen Sie erst mal ein Buch. Bestimmt, wow. Lasst mich doch mal hochkommen, bevor ihr auf mich ballert. Das war's. Hör auf zu röcheln, Junge, du bist erledigt. So, ansonsten sehe ich hier aber auch nichts mehr. Das dürfte es gewesen sein. Da könnten noch mehr sein, Lara. Sei vorsichtig. Ah, was für ein wundervoller Abend. Oh, oh, du weißt, was das bedeutet. Und mir wird auch schon übel. Ich hoffe, ich habe den Ingame-Sound dementsprechend laut genug, damit ihr auch was hört. Von dem, was die hier sagen, weil den kleinen Cutscenes ist immer etwas leiser. Wartet mal. Kommt man hier rüber? Nee, so nicht. Oh, was muss man denn hier wieder machen? Nee, das war's nicht. Ah, doch. Ich bin ein Spacken. Geh weg! Boah,
Ganz ehrlich, ich hasse das, wenn irgendwo ein scheiß Insekt folgen, fliegen rum, summen und die einen dann nerven wie sonst was. Hä? Ja, aber was soll das denn? Warte mal. Wie komme ich da jetzt hoch? Bitte? Danke. Ich pfeife mal eben ein Medipack rein, weil ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Alter, fach. Nee, das geht ja auch nicht so. Freunde? Ich habe allen Ernstes keinen Blassen. Laura, was soll ich tun? Hallo? Jetzt mal ernsthaft, was mache ich hier? Was soll ich denn hier machen? Arschlecken? Freunde, was ist hier los? Oder muss ich, wartet mal, ich habe eine Idee. Ich bin eingerostet. Nee, auch nicht. Was ist denn hier jetzt wieder? Ich glaube, das gleiche Problem hatte ich schon mal. Oh, wartet mal. Oh, Alter. Was mache ich nur? War ich dumm. Okay, Leute. Entschuldigung. Alter, fuck. Wenn du mal weh tät, ich sag's dir ja immer wieder gerne, dann müsste ich in vielen Fällen pausenlos vor Schmerzen schreien. Na, komm hoch da. Eingerostet. Ich hoffe, so ein Schmarrn wird mir nicht noch öfter passieren. Hier dran hoch, bitte. Sieh nicht nach unten. Ich habe keine Höhenangst, Alistair. Aber mir wird davon speiübel. Das habe ich hier in Bolivien auch gesagt. Ich versuche nach oben zu schauen, aber ich muss mich konzentrieren, wenn ihr erlaubt. Aber ich glaube, hier bin ich letztes Mal krepiert. Oh, die Kamera ist aber wieder mal herrlichst. So, ich höre behaupten, das war in Ordnung. Hui. Unterhalter nach oben. Ah, also ich stelle mich gerade wieder an wie ein Lappen. Okay, ich bin ein Lappen, aber ich meine ja nur. Hä? Habt ihr das gesehen? Ja, Lara, schrei du mal. Sie ist gerade mitten durch die Stange durchgefallen. Sie ist einfach als wäre da nix. Was zum? Oh, ne. Wenigstens gab es hier einen Kontrollpunkt, weil ansonsten hätte ich wahrscheinlich die Krise gekriegt. Endlich mal. Sag bloß, Junge. Immer noch genug Zeit vorhanden. Und happy. Falscher Knopf. Oh mein Gott, ich krieg Krise. Lara? Ich, wisst ihr was, Leute? Ich gehe mal hier rum. Nehmen wir den langen Weg. Dreimal besser als den. Boah, ich hasse diese Schrotflinten-Bastarde. Ganz einfach, weil die mich dauernd stunnen. Na, will noch einer? Sieh mir nicht danach aus, dass möchte hier noch einer auf die Fresse. So, ich kann kein Deutsch. Hier war irgendwo, das weiß ich noch. Ah, die Dinger hier aufmachen, war immer die Qual schlechthin. Da ist es. So. Die Superrechner, die halten alles aus.
Mal schauen, ob da noch was ist. Ne. Ich glaube mal, das war sogar noch einer mit meiner Hasslevel. Ganz einfach, weil ich hier tausendfach runtergefallen bin. Warte mal. Siehst du das Geschütz da hinten? Ja, denkst du, es ist eine Falle? Allerdings, sieh dich vor. Was kann man denn hier vielleicht noch machen? Na? Ja, schön, Kameras und ein Waffenraum. Und das war's, was wir so sehen können. Da. Ich weiß schon, wie ich das Geschütz da hinten umgehen kann. Na, mein Gott, Lauer, Mädel. Findest du nicht, das Kügelchen ist ein klitzekleines bisschen zu groß für dich? Sie weiß, was sie tut, Kumpel. Das nenne ich Kunst mit Form und Funktion. Halte die Klappe, Jungs. Schauen, brauche ich das Ding noch? Geschafft. Bist du schwer verletzt? Halb so schlimm. Aber das mache ich nie wieder. Okay. Kann es noch kaputt machen? Okay, vergesst es. Man kann es nicht kaputt machen. Nehme ich schon schauen. Jupp, in Ordnung. Kontrollpunkt erreicht. Okay. Irgendwelche Wände. Na komm. Und wieder ein paar Spacken. Ja komm, ich hab's ja. Die haben's. Okay, Takamoto ist entkommen. Was jetzt? Ich hab schon alle, okay. Wir folgen ihm. Und wie folgen wir ihm genau? Indem wir einfach alles kaputt machen. Wie ging das hier nochmal? Hat nicht gereicht, schade. Aber du. Ich glaube, man kam auch irgendwie hier noch auf diese Weise rein, nur. Na, offensichtlich nicht so. Ach! Guten Morgen, Kinder. Wie geht's? Müssen die jetzt unbedingt wieder da rumstehen? Okay. Das ist gerade ein wildes Hin und Her von mir. Okay. Hat sich erledigt. So. Okay, man kommt auch so hier hin. Ach, das war der Raum, den wir gerade eben noch gesehen hatten in der Kamera. Bringt auch nichts. Dann wollen wir noch mal weiter. Da kam ein Soundsample, was jetzt noch gar nicht kommen dürfte. Hallo. Okay. Genau, ist mehr oder weniger zur Cutscene. Ich denke schon.
beste Stück meiner Sammlung. Wie meinen Sie das? Ganz einfach, ich sammle Objekte toter Engländer. Dieses hier gehörte einem Kreuzritter. Er soll sogar einer von König Artus Rittern gewesen sein. Ich weiß nicht, wie es in den Besitz dieses Narren kam, denn es stammt aus einer Zeit vor dem 11. Jahrhundert, als ihr Volk noch in Lehmhütten lebte. Und deshalb würden Sie lieber sterben, als es mir zu geben. Nein, deshalb! Verstehen Sie nicht, Miss Croft? Das Artefakt gehört mir! Erkennen Sie jetzt Ihre Dummheit? Was ist jetzt mit Ihrem losen Mundwerk? Ich hasse den Typen. Sind Ausdruck Ihrer Verwirrung. Das meine ich mit... Sind Ausdruck Ihrer Verwirrung. Ach, Herrgott. Erkennen Sie jetzt Ihre Dummheit? Was ist jetzt mit Ihrem losen Mundwerk? Habe ich Ihre Neugier befriedigt? Dann werden Sie nun sterben. Es war dumm, hierher zu kommen. Ach, Junge, halt doch mit Maul. Erkennen Sie jetzt Ihre Dummheit? Habe ich Ihre Neugier befriedigt? Dann werden Sie nun sterben. Ihre Bewegungen sind Ausdruck Ihrer Verwirrung. Was ist jetzt mit Ihrem losen Mundwerk? Habe ich Ihre Neugier befriedigt? Dann werden Sie nun sterben. Dieses Mal haben Sie nicht so viel Glück. Ihre Bewegungen sind Ausdruck Ihrer Verwirrung. Erkennen Sie jetzt Ihre Dummheit? Ich bin so dumm. Was ist jetzt mit Ihrem losen Mundwerk? Ich glaube, ich werde das nicht schaffen, Leute. Zumindest nicht hier auf Anhieb. Hierher zu kommen, habe ich Ihre Neugier befriedigt. Dann werden Sie nun sterben. Verstehen Sie nicht, Miss Croft? Will ja auch überhaupt noch was tun. Erkennen Sie jetzt Ihre Dummheit? Ihre Bewegungen sind Ausdruck Ihrer Verwirrung. Ah, Junge, nervt nicht. Erkennen Sie jetzt Ihre ich kann einfach diesen, Was ist jetzt mit Ihrem losen Mundwerk? Okay, ich hab's doch geschafft. Zur Hölle mit Ihnen. Ach, halt die Klappe. Okay, das ist es. Hast du gesehen, was uns fähig ist? Ja, das habe ich. Alles. Draußen wartet nicht im Rosilikopter auf dich. Hervorragend. Richte ihm aus, dass er der Größte ist. Nishimura-san. Ich bin sehr froh, Sie hier zu sehen. Die Freude ist ganz meinerseits. Was ist mit Takamoto? Wo ist er? Kommt ganz darauf an, ob er brav gewesen ist. Ich habe übrigens James Rutland aufgespürt. Willst du da gerne? Ja, ich bin dabei. Afrika ist einer meiner Lieblingskontinente. Und das wär's dann mit diesem Level. Ich denke, ich werde den Part hier beenden, sonst wird die Videodatei ein bisschen dolle groß zum Hochladen. Ansonsten, Leute, ich wünsche euch noch viel Spaß mit den anderen Videos. Euer Metroid Mafia 96 meldet sich ab. Ciao.